blamierst uns hier gerade. Du blamierst uns. Du mit deinem kleinen Hirn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strammen Schrittes geht es aufs Finale zu. Heute schauen wir uns aber erstmal Folge 9 vom TV Now Format Couple Challenge an. Welche Paare ziehen ins Finale ein? Wir haben ja aufgehört letztens mit der Exit Challenge. Da waren Davide, Siria versus Dominik und Martin. Die Schranken gehen hoch und wer drückt zuerst den Buzzer? Manometer, Leute, das brauche ich nochmal in Slow-Mo. Tatsächlich war Davide schneller. Dann war ich ganz kurz irgendwie am Boden. Also auch richtig am Boden. Literally und auch mentally. Wir haben halt einfach so viel gezeigt und ich finde, wir waren immer irgendwie toll. Ja, immer mehr Paare gehen. Ich werde auch ganz sentimental. Melody, mein Schatz, wir haben gewonnen. Solange er das W-Wort nicht in den Mund nimmt, ist alles okay. So groß ist die Freude bei Melody und Xenia. Ein Millisekunde hat gefehlt. Und wirklich, diesmal war es wirklich so knapp. Oft sagen sie, es war eine Millisekunde und dabei waren es viel mehr. Aber diesmal war es echt krass knapp. Liga der Herzen, safe. Ich glaube auch, Dominik und Martin sind eins der sympathischsten Couples gewesen. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr das ähnlich seht. Selbst Christina muss da weinen. Und ich finde, das ist schon ein starkes Stück. Man sieht irgendwie sonst immer wenig Emotionen. Das sind oft so eher so aggressive Emotionen bei Christina. Ich will nicht, dass die gewinnen. Ich auch nicht. Ich mach den Platz. Keiner mag Siria und Davide. Die sind einfach nicht nett. Nee. Bin ich für eine Freundin, die das zulässt. Ach was, Mann, das war nur ein Gag. Siria hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie jetzt die Freundin ist, die zulässt, dass eine andere Frau da mit im Bett ist. Davide ist einfach für die Gags hier. Ein Gag, was zu ernst wurde. Vor allem schlecht abgesprochen war. Die wollten halt einfach irgendwie aus dieser Nummer raus und dann hat sie gesagt, ja, ich hab heute geschlafen. Das war so eine geile Taktik. Ich kann mich ja nichts erinnern, ich habe geschlafen. Vielleicht hat sie es ja auch wirklich. Ja, sie hat dann wahrscheinlich gemerkt, so, ah, scheiße, okay, das wird meiner Familie doch nicht so fallen. Genau das. Ich glaube auch, sie hat da richtig zurückgerudert und gesagt so, nee, meine Idee war es nicht, ich weiß für nichts, ich war nicht da. Gehst du in ein Format und willst Freunde finden? Nein. Aber wenn ein, zwei coole Leute dabei sind, freue ich mich, wenn wir eine WhatsApp-Gruppe machen. Du hast dich schon wieder ausnutzen lassen für deren Presseshow, für ihre Sendezeit. Sendezeit ist everything. Sendezeit, Sendezeit, Sendezeit. Es ist so. Ich finde das auch so geil, dass in dieser Sendung das so kommuniziert wird, warum die Leute hier sind und dass es wirklich nur um Sendezeit geht. Versteht ihr, was ich meine? Sonst weiß man das ja immer, aber es wird nicht so offen drüber kommuniziert oder es wird halt nicht reingeschnitten. Hier schon. Oh mein Gott, Schwestern, wir werden jetzt zur richtigen Schwestern. Shine bright like a Schwester Diamond. Beiden haben ihren letzten Abend und werden jetzt gestylt. Oh mein Gott, ich freue mich so. So Brüste wären doch geil. Die beiden nehmen sich einfach ein paar Klopapierrollen. Wie damals im Schullandheim. Wein wäre geil, Leute. Ja. Auch eine gute Idee, Wein. Danke, Leute. Gott, allein der Highlighter. Die beiden sind ganz begeistert, nicht nur vom Highlighter, vom ganzen Look. Die sehen aber auch wie kleine Queens. Ich meine, große Queens. Slay. Sagt man Slay noch? Da muss ich jetzt mal aufpassen, dass da kein Mühlchen rausguckt. Ups. Süß sind die beiden. Die fühlen sich richtig. Lieb's. Oh. Noch nicht vorgestellt, total unhöflich von uns. Aber wir sind Martina, Angelina und Lopez und Dominika. Hey, da waren sie ganz kreativ. Martina und Dominika. Sexy, sexy. Da kann ich mich Alex nur anschließen. Sexy Girls. Sexy Girls. Sind das neue Lieder oder warum kenne ich die nicht? Jetzt gibt es nämlich auch Musik, aber Siria ist so, what the fuck? Baby, gib ihm. Shirin David. Ich glaube, ich bin out, Leute. Same. Na, ich kenne Shirin David Musik. Ich kenne das. Eventuell war ich auch mal im Club und habe dazu abgedanced und es voll gefeiert. Für mich ist es so peinlich, Mann. Ja, und lass es. Ein letztes geiles Boom. Das gibt's nochmal, es wird gefeiert, bevor die beiden gehen. War schon traurig, dass du dich die ganze Zeit so im Spiegel anguckst. Nee. Christina ist nicht traurig, dass die beiden gehen, also schon auch, aber vor allem wegen Alex. Die Bestätigung brauchst du noch? Alex nur so, ja. Geh bitte aus meinen Augen. Schatzi, aber das ist doch so, jeder gibt dir so krasse Komplimente. Er hat es wieder getan, er hat sie wieder angepstet. Ich liebe es nicht.
Geh aus meinen Augen, gewöhn dir das ab, sonst gehe ich dir wirklich aus deinen Augen. Für immer. Forever? Forever ever? Hör mich jetzt auf zu provozieren und fokussiere dich auf morgen. Deine ganze Art provoziert mich. Das wird dir nicht richtig. Nerv mich auf. Hast du Angst? Sie durchschaut ihn. Lass mich aufbauen. Dich aufzubauen und du machst mich runter. Ja, dann lass dich aufbauen für jemand anderes. Es ist wieder harmonisch bei den beiden, nicht wahr? Dreckshund. Christina, nicht wie ein Hund ihn behandeln. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer von euch steht auch immer so vorm Spiegel. Mach ich doch, ich sitz doch hier und mach meine Haare trotzdem. Gut, dann mecker doch nicht, dann mach unser leise. Warum schreiten die sich immer? Was ist da los? Dass du einfach immer nur negative Energie verbreitest. Das ja, verstehst du leider. Ja, für dich wahrscheinlich. Christina verbreitet die negative Energie? Dann geh raus, wenn du das nicht erträgst. Ist so, hier ist die Tür, ich meine, das Zeltvorhang raus. Du einfach mit deinem begrenzten Denken. Begrenztes Denken? Was? Immer nur wegen der Kamera. Zu Hause machst du das aber nicht so. Ich sag dir das jeden Tag zu Hause auf Scheiße zu labern. Ja, nein, machst du es nicht so extrem. Doch. Nicht. Christina hat es schon öfter mal gesagt, so, du machst es nur wegen der Kamera. Ist Alex zu Hause ein kleines Schoßhündchen? Beziehungsweise einfach ein netter Mensch? Aber da meckerst du nicht so oft. Heute hast du 50 Mal gesagt, dass es kalt ist. Ja, und? Und du sagst immer, ich kann nicht und es ist ein Spruch für Verlierer. Bevor der Streit aber eskaliert, verabschieden wir jetzt die Schwester Diamonds. So wie wir gekommen sind, gehen wir. Alles kann, nichts muss. Und jetzt müssen sie aber tatsächlich gehen. Tschüss. Wie ihr schon gemerkt habt, die Stimmung im Camp ist schwierig. Und bevor jetzt der nächste Streit wieder losgeht und ich mir den alleine angucken muss, mache ich das zusammen mit meinem Gast. Hallo lieber Os, herzlich willkommen hier bei Couple Challenge. Hi. Du hast ja die letzten Folgen wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mitverfolgt. Yes. Du bist ja großer Fan, glaube ich. Ja, auch. Und auch. Deswegen kennst du wahrscheinlich Christina und Alex. Ja, kenne ich auch. Auch großer Fan oder eher so mittel? Kenne ich auch, ja. Okay, genau. Perfekt, sehr diplomatisch. Wir schauen uns heute nämlich mal wieder eine Szene von den beiden an, weil die beiden, die können es ja nicht lassen, sich zu streiten. Große Liebe. Und ja, schon. Deswegen zeige ich dir jetzt hier einfach mal einen kleinen Clip. Wieso wir streiten, wieso da so ein Riss ist. Nerv mich mit dem. Ich brauche jetzt Zeit für mich, ich will nicht mit dir reden gerade. Die ganze Zeit, ich kann nicht, ich hasse das. Das ist ein Verliererspruch. Jetzt, sonst gehe ich ins Interview und breche das ab. Meine Mutter, ich breche das ab. Lauf, mein Alter, geh rein. Dein Ernst? Deine Fresse, Alter. Normalerweise bin ich diejenige, die alles auseinander nimmt. Du blamierst uns hier gerade, Du mit deinem kleinen Hirn, mit deinem Erbsenhirn. Uff, das, was dich erschreckt, ist leider, dass das jetzt auch nicht neu ist. Man hat das jetzt leider auch schon ein paar Mal gesehen. Und das ist auch nicht zum Lachen. Ich glaube eher so, wenn man das so anguckt und dann irgendwie auch so ein bisschen dabei lächelt. Ja, man kompensiert so die krass. Ernsthaftigkeit oftmals mit so einem Lächeln. Also wenn was ganz schlimm ist, dann muss ich manchmal grinsen, weil ich nicht weiß, wie ich sonst reagieren soll. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, und ich glaube, das Ding ist auch, dass man das mal sieht, weil ganz oft, ich hoffe natürlich für sehr viele da draußen, dass sie jetzt daheim nicht Gewalt erfahren durch irgendwie den Partner oder die Partnerin. Und das jetzt aber mal auch so im Fernsehen zu sehen, ein Partner, der irgendwie auch wirklich aggressiv ist und dann irgendwie Sachen umtritt und wie er die beleidigt. Also ich finde es krass, weil irgendwie kenne ich das zum Glück, kenne ich das so nicht und deswegen ist das auch so, what the fuck, wie krass ist das eigentlich? Und das ist ja noch nicht mal wahrscheinlich die Spitze des Eisbergs. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ja noch einen Clip für dich. Okay, ich bin die Schlechte. Nein, sorry. Aber... Denk aber nach, bevor du was sagst. Ich brech das ab, wenn das jetzt nicht harmoniert. Scheißegal, Mann! Scheißegal! Was? Lass mich jetzt eine Stunde in Ruhe. Ich will dich nicht sehen, eine Stunde. Ich habe von vornherein gesagt, wir können uns nur selbst schlagen. Unsere Beziehung ist was Besonderes. Es ist einzigartig, diese Bindung in so kurzer Zeit zu haben. Und die wird stetig besser. Und deswegen denke ich, wenn man dann noch länger zusammen ist, dass man dann in Zukunft dann weniger streitet. Okay. Also, das, meinst du, man streitet weniger, umso länger man zusammen ist? Also ich glaube, wenn... Wie viele Monate sind ihr zusammen? So ein paar, ne? Ich paar weiß Monate. Nicht, ein paar, drei, vier? Mehr als drei Tage sind die schon zusammen. Und dass man sich jetzt aber so krass und dann im Fernsehen auch schon streitet, wenn das keine Show ist, dann ist meiner Meinung nach Hopfen und Malz verloren. Ich kann mir nicht vorstellen... Aber eigentlich hat man ja
am Anfang ja immer so diese Honeymoon-Phase, dass man so verliebt ist und alles ist toll und man schwebt auf Wolke 7 und dieses Streiten und so, das kommt ja normalerweise eher ein bisschen später. Ich glaube, es kommt eher, ist nicht das verflixte 7. Jahr oder ich weiß nicht, irgendein Jahr ist ja, wo man sagt, in dem ein Jahr vielleicht, aber dass die nach ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob es im 7. Monat schon passieren sollte, vielleicht erst nach 7 Jahren, dass man mal irgendwie sich ein bisschen reibt und dann wieder zusammenrauft, wenn man auf eine gemeinsame Vergangenheit zurückguckt, aber die haben ja eigentlich noch nichts, worauf sie zurückgucken könnten und wofür es sich eigentlich lohnt, dann irgendwie auch daran zu arbeiten an der Beziehung. Und deswegen finde ich das so schade. Es ist dann, glaube ich, auch einfach ein schlechtes Beispiel für sehr, sehr viele da draußen, für vor allem dann wahrscheinlich auch Frauen, die denken, hey, irgendwie geht es mir ähnlich, aber weiß nicht, Christina das ist ganz irgendwie, normal. Ist ja auch, die ist ja stark und die schafft es irgendwie auch. Vielleicht muss ich es dann auch schaffen und durchhalten. Und ich glaube, das ist halt eher ein Denken aus einem anderen Jahrhundert. Ich finde es gut, dass alle Menschen, aber vor allem dann eben auch Frauen, die da von Gewalt auch betroffen sind, dass die sich dann auch wehren können und dass man sich an verschiedene Stellen wenden kann und auch den Ausstieg aus so einer wirklich gefährlichen Beziehung, wie es zumindest dann aussieht, finden kann. Ja, vielen Dank für deine Insights. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen belastend, das anzugucken, aber... Ja, ich hoffe, dass wir alle vielleicht was daraus ziehen können. Und dann vielen Dank für deine Zeit, lieber Urs. Auf jeden Fall auch vielen Dank, dass ich das gemeinsam mit dir angucken durfte. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, um das, was man da sieht von Alex, zu verurteilen, muss man kein Experte sein. Ich glaube, dass eigentlich jeder Cis-Mann, Hetero-Cis-Mann, wie es irgendwie Alex ist und ich auch bin, dass wir, glaube ich, daraus lernen sollten. Und wir müssen es besser machen. Leute, also es gibt jetzt nicht irgendwie nur so einen Plan, das müsst ihr machen, sondern besser informiert aber das euch, seid Feministin. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke. Ich verlinke euch unten auf jeden Fall auch das Hilfetelefon. Dort könnt ihr anrufen, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr betroffen von häuslicher Gewalt seid. Außerdem verlinke ich euch noch hilfreiche Websites. Wie kann man Gewalt oder häusliche Gewalt erkennen? Was kann ich als Außenstehender da tun? Und so weiter und so fort. Ich habe eure Kritik gelesen, gehört und nehme die auch an, dass ich vor ein paar Folgen mich nicht klar genug zu dieser Sache positioniert habe. Einige haben gesagt, toll gemacht, Mirella, gut formuliert. Andere haben gesagt, das war nicht deutlich genug. Natürlich möchte ich euch hiermit sagen, dass ihr euch nicht von eurem Partner oder Partnerin einschüchtern lassen sollt, dass ihr, wenn ihr euch bedroht fühlt, unbedingt euch Hilfe suchen sollt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich kann nicht hier mit dem Finger wild auf andere Leute zeigen und Sachen sagen wie, diese Person fügt dieser Person Gewalt zu oder es scheint mir so oder wie auch immer. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht strafbar mache mit Rufmord oder dass ich einfach Sachen mir ausdenke, die nicht stimmen. Ich habe keine Beweise dafür und wir müssen auch immer bedenken, es ist eine Show. Die Kandidatinnen wissen, dass das ausgestrahlt wird, dass ich dieses Verhalten nicht gutheiße und dass ich es unmöglich finde. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Und ich möchte mich da total von distanzieren und kann es überhaupt nicht befürworten. Und ich finde das total kacke. Und ich habe Alex eine Chance gegeben, sich zu beweisen und zu zeigen, dass er sich verändert hat. Aber er hat zu oft einfach auch gezeigt, dass dem nicht so ist. Ich persönlich finde, die Beziehung sieht nicht gesund aus. Aber ich bin auch keine Expertin. Und vor allem sehe ich mich nicht in der Position, jetzt hier wilde Behauptungen aufzustellen. Wie gesagt, wenn ihr euch unwohl in eurer Beziehung fühlt, wenn ihr körperliche, psychische Gewalt erfahren habt, schaut bitte in die Infobox, holt euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine und euch kann geholfen werden. Weiter geht's im Programm. Es ist soweit. Die nächste Challenge steht an. Liebe Couples, bei diesem Spiel könnt ihr nur gewinnen. Denn es gibt ein Quiz und jede Frage, die richtig beantworten. Dafür gibt's ein Taui. 1000 Euro und top. Es gibt maximal 44 Fragen. Das heißt, ihr könnt 44.000 Euro wieder zurückholen. Aktuell steht ihr bei 55.500 Euro. Das heißt, die werden dann bei 99.500 Euro. Und die sind so großzügig, wenn die alle beantworten, runden die auf. Natürlich will jeder Geld gewinnen, aber wir finden halt, dass wir schon ganz viel gewonnen haben mit dem Zwischenmenschlichen, was hier passiert ist. Gut, also wenn ihr froh seid mit den Freundschaften, ich bin immer noch hier, ich nehme das Geld, ich habe kein Problem damit. Das Ding ist aber, dass die nicht so larifari so ein paar Fragen beantworten können, dann gibt es ein bisschen Geld, sondern die müssen hängen an einem Seil, also drei Leute hängen an einem Seil und drei Leute beantworten Fragen. Und nur solange die hängen, dürfen Fragen beantwortet werden. Stürzt er oder sie ins Wasser, seid ihr für die Beantwortung raus. Na, da
kann der Alex auch punkten mit seinen Muckis. Ich werde alles aus mir herausholen, was in mir steckt. Das hoffe ich aber. Kopf her würde ich jetzt nicht sagen, dass sie die Schlauesten sind. Und vom Körper? Aber sie sind richtige Optimisten. Das Glas eher halb voll als halb leer. Achtung, David kommt mit dem Sprichwort nicht so zurück. Ich kann auch nicht so gut Sprichwörter, ich verstehe ihn. Aber warte mal, wenn es doch halb voll ist, ist es doch auch halb leer. Das stimmt halt auch. Aber du siehst ja das Positive, nicht das Negative. Ich verstehe die Metapher nicht, sorry. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mich jetzt drüber lustig machen, aber ich habe jahrelang diese Metapher auch nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es jetzt, aber ich fand es so, es ist doch gleich... Was ist daran so viel positiver halb voll? Ich verstehe es jetzt, aber ich finde es blöd. Wird nicht leicht bei den Temperaturen. Das ist echt hardcore. Ihr dürft euch nicht lange beraten. Okay, also schnell die Fragen beantworten, kein Problem. Machen so schnell wie möglich. Da bin ich mal gespannt. Es wird jetzt nochmal gekuschelt. Ich hoffe, es noch. Beziehungsweise sich warm gehalten wie die kleinen Pinguine. Und zack, rauf aufs Seil. Du musst da reingehen. Ja. Siri hat schon mal die ersten 3 Sekunden, da will ich schon mal ausrasten, wenn ich da an dem Seil wäre und die sind so, oh ja, es geht ja los. Leute, wir müssen ja alle fokussiert sein. Wofür steht der Hashtag? Hashtag O. Outfit of the Day, Outfit of the Day. Outfit of the Day, Outfit of the Day. Oh, die sind so lahm. Outfit of the Day, log ein. Outfit of the Day. Eingeloggt. Eingeloggt, super, richtig. Das hat mir alles schon viel zu lange gedauert. Wie viele Teile hat eine Trilogie? Ich glaube 3. Das Ding ist, es heißt Trilogie, aber ich habe auch ganz lange gedacht, das heißt Triologie. Also es ist Trilogie, aber Trio wäre viel... Trio, Duo, Trio, Trilogie. Ihr wisst es nicht? 3. Gut, wir starten, ich würde sagen, leicht mit den Fragen. Leute, fuck, fuck. David, der hat schon verkackt, der hat nämlich die Beine von dem Seil irgendwie losgelassen. Ich hab das von meinen Armen nicht. Für Xenia ist es doch anstrengend. Ich habe heute mit Pamela Reif, mit ihr höchstpersönlich, ich habe ein Workout mit den Armen gemacht, ich könnte das jetzt auch nicht. Wie viele Millionen Städte hat Deutschland? Boah, da hätte ich im ersten Moment gesagt 5. Ich glaube 5, aber ich bin mir nicht sicher. Melodie ist ganz gut, ne? Du schaffst. Xenia wiederum, der ist kalt. Verstehe ich. Mir ist auch total kalt und ich sitze in einem beheizten Raum, meine Füße sind so kalt. Das ist echt, das ist Januar, ne? Sag 4. 4. Richtig. Oh Gott sei Dank. Sag 4. Es sind 4. Voll gut, Leute. In welchem Jahr wurde TikTok von... Zack, ist er da wieder weg. Ciao. Ja, dreh jetzt weiter. Achso, was? In welchem Jahr wurde TikTok von Jiang Yiming gegründet? Boah, keine Ahnung. Ich muss nur sofort lostanzen. Kein Problem, ich mach das. Alex. Schwimm zum Ufer. Alex sagt, komm, lass los, ich schaffe das. Er ist so kalt, bitte. Dann lass doch los, Xenia. Ich glaube, die hat Angst, ins Wasser zu fallen. Leute, ich will nicht so sterben, bitte. Du stirbst nicht. Sterben? Jetzt geht's direkt um Leben und Tod, oder was? Bitte hilf mir! Die klingt wie so eine Manga-Figur. Bitte, ich kann das nicht! Du musst doch nur loslassen. Die will nicht ins kalte Wasser, verstehe ich. Ich bin sowieso erkältet! Liebe ich ja. Weiß ich nicht, Italienisch. Was ist Italienisch? Sagt irgendwas. Das weiß die Italienerin nicht, oder was? Ich bin doch eine Mama, Mann. Ich muss doch für mein Kind da sein. Das wird schon klappen mit dem für dein Kind da sein. Schneller, Leute, schneller! Die sind echt sau langsam. Ich sag's euch ganz ehrlich. Weiß es nicht. Ich glaube, Französisch ist oral, aber ich weiß es nicht. Ich würde Italienisch sagen, aber ich sag kein Blatt. Wie lange die sich besprechen. Sag doch irgendwas oder mach weiter oder keine Ahnung. Wenn ihr es nicht wisst, so irgendwas. Schneller! Xenia wurde gerettet. Was ist schwerer, ein Kilogramm Federn oder ein Kilogramm Stein? Nichts, gar nichts. Melody ist so... Und die ist die Einzige, die sich da mal beeilt. Beides gleich. Sag es. Beides gleich. Vielleicht ist man in dem Moment auch... Aber ich, es dauert mir zu lange, wenn ich selber so rumstotter. Wofür steht die Abkürzung RTL? Radio Television Luxemburg, sag es. Woher weiß die denn? Das hätte ich niemals gewusst. Ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Wusstet ihr das? Radio Television. Schneller! Kann die das nicht mal nachreden? Radio Television Luxemburg. Dann lacht die noch. Während Xenias Hintern hier einmal über den See scheppert, lacht die. Ich lach die noch. Ja, viel zu viele Fragen. Die kommen ja auch nicht voran.
Wie heißt die TV-Now-Serie, in der Singles am Strand auf ihren ehemaligen Vater treffen? Ja. Ex on the Beach. Okay. Sag's doch schneller. Also, die zelebriert das so richtig. Wie geht Helene Fischer durch die Nacht atemlos? Ja, jetzt kommen wir mal langsam rein. Los, weiter. Wie lautet der Satz des Hüters? A² mal B² gleich C². Knapp. A² plus B² ist C². Als ob man das in der Schule, so, wann lernt man das? 7., 8. Klasse, keine Ahnung, dass man dann immer noch so singt. A². Muss loslassen! Wie lange Alex es schafft, noch zu halten, wie viele Fragen noch beantwortet werden, das sehen wir nächste Woche. Eventuell mache ich das Quiz auch nächste Woche. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Hier kommt ihr zu mehr aus dem Besten aus TV und darunter geht's zu TV Now. Dort könnt ihr natürlich ein Abo erstellen und die Folgen komplett sehen und natürlich ganz viele andere tolle TV Now-Formate angucken. Bis dahin, tschüss!